5 Schuss, okay. Na gut, muss reichen. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Stalk Anomaly. Wir wollen heute finally aufbrechen in mein Lieblingslabor Nummer 16. Wir haben das Ding, können wir erstmal hier lassen. Ja, das wiegt ein bisschen, das lassen wir besser hier. Auch hier lassen. So viel zu essen. Genug zu essen haben wir. Haben wir genug zu trinken? Ja. Okay. Gut. Dann los. Wollen wir schlafen? Nee, wir wollen da jetzt hin. Haben uns genug herumgedruckst. Ich meine, wir könnten nochmal für Spaß an dem Anomalie-Cluster vorbeigucken. Vielleicht finden wir noch ein Artefakt, was uns zusteht. Wäre toll, wenn der Anomalie-Cluster irgendwie verbunden wäre mit dem Wish, oder überhaupt die Anomalie-Cluster hier verbunden wären mit dem Wish-Granter und der uns ein Nightvision-Ding ausspucken würde, aber nicht so. Ach, du bist der Kollege, der hier wahrscheinlich wieder alle Items abgestaubt hat. Den ich im Verdacht habe, dass er das einmal gemacht hat. So. Und mit Item meine ich ein schwer zugängliches Artefakt, was ich vielleicht sowieso nicht gekriegt hätte. Okay, da ist schon wieder Aktion. Herr. Ich wollte gerade sagen, also das Stück Erde musst du aber wirklich mal genau untersuchen. Okay. So. Haben wir hier was Schönes? Haben wir nicht. Gut, dann ins Laboratory. Warte, erstmal in den Komplex und dann ins Labor. So, warum wurde hier geschossen? Ist das geklärt? Hast du da was mit zu tun? Offensichtlich nicht. Oh ja, hier war... Ah, okay, wir haben... Das haben wir letztes Mal vergessen. Stimmt, diese Anomalie. Da könnte noch was sein. Aber erstmal... Du stehst hier.
Okay, das ist nicht schlecht. Salt Underwear ist in einem Stash. Wenn du das sagst, Anomaly. So, haben wir hier irgendwas? Gut, na gut, hier sind, gucken wir auch hier nach. Ah, nee, ja, natürlich. Okay. So, Bolzen raus. Büxi, bitte den Bolzen. So. Ja. So weit wollte ich nicht springen. Stalker, streng dich mal ein bisschen an. Ich meine, ich weiß, du hast eine fixierte Sprungweite. Du bist nicht in der Lage, durch Muskelbetätigung die zu anzupassen. Ich möchte aber, dass du auf dieses Stück da springst und nicht drüber. Verstehst du? Weil da drüber ist eine Anomalie. Vielleicht sollte ich einfach nicht springen. Okay, so, das war gut. Stalker. Shit. Okay, ich mache jetzt den größten Fehler, den man als Stalker machen kann. Ich gehe raus, einen anderen Weg als rein. Come on, Stalker. Ich glaube, das hier ist sicherer. Hopp. Okay, wir müssen das Ding mal in der... so. Okay. Es ist immer schön aufregend. So, jetzt haben wir... Gut, Stalker. Hast du gut gemacht. Dafür hast du dir Zigarette verdient. Okay. So, was haben wir jetzt gekriegt? Irgendwas Neues. Guide Snowflake. Hightier, nice. Noch mehr Stamina, Stamino, ja, Stamino Recovery. Shamino Recovery. Ich weiß nicht, was ich da sagen wollte. Okay, gut. Nehmen wir so hin. Wir bringen es erst zurück. Und ich werde die Nacht durchschlafen. Mir ist nämlich gerade eingefallen, ich meine, auch wenn es kein Problem ist, dass wir das nachts durch das Labor gehen. Ich will da drin nicht müde werden. Und ich denke mir hier auch nichts bei, dass ich einen Blattsacker gehört habe. Ja, es ist 20 Uhr, das ist jetzt offiziell dunkel. Wahrscheinlich wird es auch gleich dunkel. Ja. Keine Ahnung, wo das Gebrüll herkam. Ist wahrscheinlich irgendwo da, wo ich jetzt langlaufe.
Okay, dann schlafen wir noch eine Nacht, dann... vorsichtig. Erstens haben wir dann die Option, dass wir nicht... wenn wir rauskommen, des Nachts durch die... Warum seid ihr hier drin? Okay, weil es abends ist. Ja, klar, Feierabend. Müssen wir nicht nachts durch den Sumpf laufen? Und ach, nur Come on, Stalker, habt ihr nicht so. Wir können das hier lassen, das. Okay. Привет, Stalker, что скажешь? Meine Herren, ich würde hier gerne mal mich ein bisschen ausruhen. Ich habe morgen früh viel zu tun. Könnte ich hier? Dankeschön. Все одно и то же. Только вернулись и снова куда-то гонят. Okay, Bohnen zum Frühstück. Смысл. Лично я особо над смыслом не задумываюсь. Есть поставленная задача. За выполнение будет нормально. So. Schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Pyx, ich stalke hier herum. Okay. So, dann wollen wir mal los. Hat eine neue Mission gegeben, das heißt eventuell ein neues Artefakt. Haben wir überhaupt Platz dafür? Wir haben keine Container mehr, das kann ja so nicht sein. Das ist ja wohl nicht denkbar. Ja. Wahrscheinlich habe ich aber einfach keine Container mehr. Nope. Habe ich Scrap genug? Keinesfalls. Okay, komm mal her. Teuer können die ja nicht sein. Das ist ja nur ein... Genau. Wo ist dein Prompt? Oh, Verzeihung. Oh Gott. Oh, das tut mir leid. So, was willst du für so ein Ding haben? 10.000? 3.000? Okay, nein, dann kaufen wir gleich zwei. Ich meine, es ist wirklich nur ein Bleikasten. Gar nicht. Wer bist du? Du bist einer von uns. Also von denen, aber von uns. Menschen. So, ist der Herr Blattsacker noch gegenwärtig? Wo bin ich hier? Hier, dann. Blood coming in 6 hours. What? Das wäre doof. Haben wir... Oh Gott, das kann an einem, kann uns zu einem ganz blöden Zeitpunkt treffen, aber hoffentlich passiert das, wenn wir gerade im Labor sind. Aber wahrscheinlich wird das genau passieren, wenn wir genau rauskommen und da haben wir keine Deckung und wir haben keine Antibiotics mehr. Das wird ein großer Spaß. So, wer bist du, Anna? Du bist immer noch... Jupp, das ist einfach dein... Nee, du bist ja anders. Oder? No, privet. Oh, das ist auch kein schöner Name. Anything to sell? Vielleicht not. Du bist der das gefunden hat, ja? Okay. 30.000? Das ist ein Junk-Artefakt, brauchen wir nicht. Wo liegt denn hier eine Leiche rum? Oh, du hast einen wichtigen Bolzen dabei. Dankeschön. Und danke Blue Dots on Minimap. So, dann wollen wir nochmal. Can't help it. Neue Emission, neuer... Nope, hier vielleicht.
Okay, wir haben das ja hier richtig gesichert. Richtig gesichert, die Gegend ist ja beeindruckend. Ja. Kann drin bleiben. Wo geht's da eigentlich hin? Dead City. Okay. Mit. Ich bin ja falsch, by the way, aber ich finde Sachen. Ja, wir sind einen Gang zu weit gegangen, okay. Okay, den Weg zu Dead City haben wir. Das ist gut. Und schlecht. Das ist das, die Merc Homebase. Yes. Geil, ich hasse dieses Labor. Okay. Gut, dann würde ich sagen, holen wir uns nochmal Kaffee. Ich nehme irgendwas Panikreduzierendes ein und vielleicht wird es ja gar nicht so schlimm. Wir freuen uns alle auf Jumpscares. Ja. Bis gleich. Sekunde. Okay. Na, dann mal los. Ich bin mir ziemlich... Haben wir den Helm? Ja, der ist aktiviert. Okay, das ist so wie im Hauptspiel. Hier spawnen Monster hinter einem. Das ist der Grund, warum ich dieses Level so hasse. Und das sind Monster, die ich nicht mag, die mir hinter mir spawnen. Nämlich Snorks. Und warum hier dieser Snork einen Psy-Companion hatte, ist mir unklar. Okay. Und alle Töne sind gedämpft, dafür ist das... Ist der andere Geräuschkram höher? Das sieht nicht gut aus. Das sieht alles nicht gut aus. Okay. So, wir sind da reingekommen. Hier haben wir hier irgendwas. Ist hier nicht irgendwo ein Dash? Dachte. Ja. Hier nicht, hier nicht. Wow. Okay.
okay, der Fit ist auf dem unteren Level. So, jetzt werde ich mir hier hundertprozentig fünfmal die Beine brechen, weil der Stalker zu doof ist, die Treppe zu benutzen. Könntet ihr da mal weggehen? Ihr stört mich ein bisschen. Ich finde es übrigens lustig, dass unsere halluzinierten Snorks ebenfalls an der Geometrie festhängen. Das hat eine gewisse Komik. Ich glaube, da ist der Stash. So, Stalker, jetzt sind wir mal ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Oh, da ist natürlich nichts drin. So, da unten ist auch ein realer Snork. Obwohl, ne, da ist ein halbes Dutzend, sind wir ehrlich. So, die wollen wir hier auf jeden Fall erstmal raus totballern. Ignorieren die unsere Halluzinationen. Ja, yep, hier ist einiges an Betrieb und da möchte ich erst runter, wenn es nicht mehr anders geht. Was wahrscheinlich in Zeitkürze der Fall sein wird. Ich weiß, dass du hier bist und ich weiß, dass du hier hoch musst, also... Okay, natürlich gehen uns die Batterien aus. Hey, ja. Da bist du. Hatte ich erwähnt, dass ich dieses Level hasse? Okay. Der Psy-Sucker hat uns offensichtlich kurz das Gehirn ausgesaugt. Das ist aber nicht schlimm, weil jeder, der diesem Let's Play folgt, weiß, dass ich nicht so viel habe. Okay.
Muskat, du bist ein Blutsacker? Okay. Okay. Ja gut, Psy ist ja sowieso alles. Egal, er hat uns auf jeden Fall tentakuliert. Und das fand unser Health... Naja, es geht. Hat ein bisschen Health gekostet. Das, was viel schlimmer ist, dass man sich in der Zeit nicht... Ich weiß nicht, ob man da irgendwie... Vielleicht hätte ich irgendwie... Nee, kann ich irgendwie... Hätte ich zuschlagen können? Weil ich musste quasi warten, bis er uns loslässt. Hat sich das angefühlt. Es ist mir zugegeben, es passiert mir das eher selten, deswegen neige ich dazu, es nicht zu testen, was da genau, was ich da genau gegen machen kann. Sollte ich vielleicht irgendwann mal tun. Gott, ich hasse dieses Lamm. so, und nochmal auf dich. 100%. Und dass jeder Sound gedämpft ist, also jeder normale, reale Sound gedämpft ist, finde ich auch eine super coole Idee. Haben wir nicht irgendwie sowas Billiges für unser Headgear? 1,4%. Okay, das Ding ist noch gut genug. Verdammter Scheiße. Okay. Schon länger hier, ha? Huh? Blöder Depp. So, also. Dieses Level hat Respawning Monster, was die ganze Sache. Also nicht Respawning, aber also Spawning im Sinne von rein teleportieren. Was ich wirklich nicht appreciate. Okay. Dieses Geräusch ist hardcoded an dieser Stelle. Ich glaube, hier ist nichts. No. Ich glaube, hier ist der Blutsacker drin. Ursprünglich. So. Hier kommen weitere, bin ich mir sicher. Okay, der ist zum Glück da irgendwo stuck, weil er ein Idiot ist, glücklicherweise.
Okay, niemand hinterhergekommen. Schnippschnapp. Es ist so hübsch hier. Es war ein wirklich schöner Arbeitsplatz. Also meine, was Labore angeht, also Forschungslabore angeht, das sieht mir nach einem... Oh Gott. Herz allerliebst. Herz allerliebst. Und man merkt, dass es ein Stalker-Horror-Game ist, dass man selbst unter großer psychischer Belastung sich die Zeit nimmt, Sachen zu looten. Okay. Okay. So, next jumpscare. Up ahead. Okay. Wo zur Hölle seid ihr? Wo seid ihr hin?
Okay, weiter weg können sie nicht. Okay, Burks. Come on, sind nur Blattsacker. Habe ich einen erwischt hier? Oder beide? Sieht so aus. Das war eher so Zufall. Okay, habe ich in meiner Panik tatsächlich was getroffen? Nee. Immerhin. Okay, wenn wir da reingehen, haben wir ein Zeitlimit. So lange hält uns unser Psi-Helmet am Leben. Das ist, naja, mittelmäßig fair, das Zeitlimit. Was nicht fair ist, ist, dass die Zombies hier zwar rumlaufen. Come on. Die meisten der Zombies, die man hier aus Stalker kennt, allerdings durch Snork ersetzt wurden. Deswegen speichern und... What the fuck? Ich bin durch meinen gesamten Vorrat an... Wow. Okay. Na, das wird hier was. Sag mal, warum stirbst du denn nicht, wenn ich auf dich schieße? Also hier müsste gleich ein Zeitlimit losgehen. Okay, wir haben nur noch 7 Schuss für unsere... Das ist... Oder war das beim Brain Scorcher? Nee, ich dachte, das wäre hier.
Oder wir haben kein Zeitlimit, weil wir den besseren Psi-Helmet haben? Das kann sein. Ja, aufgrund der Psi-Gedöns verstehe ich leider die Ansage des Kollegen nicht, der sicherlich etwas ganz Wichtiges uns mitzuteilen hat. Da werde ich nicht reingucken. Okay, vielleicht haben sie das auch nicht ge... Okay. Erinnere ich mich hier gerade falsch oder bin ich hier falsch? Nee. Okay. Oder ist es beim Weg raus? Nee, das kann nicht sein. Okay. Er muss über alles geträumt haben. Oder ist es im Nicht-Story-Mode an? Es kann sein. Ich meine, ich beklag mich nicht, aber ich hatte hier auf jedem Level Snorks erwartet. Und ich bin mir ja ziemlich sicher, hier auf jedem Level Snorks gesehen zu haben. Das hat sicher nichts zu sagen. Riesige Gehirnmasse. Das ist bestimmt ein völlig normaler Anblick. Hau bloß ab. Okay, sind wir auch durch die Muni durch? Okay, so langsam wird es ein bisschen dünn. Okay, hier ist einer.
What? Normalerweise ist da einer. Okay, ich glaube, wir haben das Gehirn jetzt eingeschaltet. Oder ist es jetzt kaputt? Whatever. Ich meine, es wirkt so, als sei das jetzt eingeschaltet, aber ich glaube, die Idee ist, dass wir es ausschalten. Aber ich kann mir nicht sicher sein. So, also... total normal aus. Moment, aber der Weg raus ist doch der andere. Das kann doch nicht... Okay. Okay. So. Was wir jetzt haben, ist ein ziemliches Problem. Keine Muni mehr. Okay. Also muss jetzt... Okay, Stalker. Grenades it is. Okay, also, Stalker, du bist tot. Nicht crashen, bitte. Okay, Spiel. Okay, das Spiel ist gecrashed. Sekunde. Okay, zweiter Versuch. Haben wir noch irgendwas? Zwei Schuss. Okay.
Huhuhuhu. So, jetzt haben wir... Ja, da ist natürlich ein Herrenmagazin dabei. Das verwundert hier niemanden. Okay, wir haben keine Muni mehr. Wie wollen wir hier rauskommen? Okay, den Pseudo-Giant können wir umgehen, aber die Snorks nicht. Okay. Okay. Ich glaube, wir werden eine Menge Running und relativ wenig Fighting machen müssen. Okay. Research Documents, Klolektüre für den Controller. Wenn das Magazin zu langweilig wurde. Okay. Wie viel haben wir noch? 23 Schuss. Wow. Kein Radio, ich brauche Muni, ihr Deppen. Okay. Ist auch nötig, falls wir mit dem Messer arbeiten, hilft nichts. Gegen Snorks. Das wird ein Spaß. Okay. Also gefühlt sind hier 20. Ich glaube, wir sind immer in Zweiergruppen. Das Dumme ist, dass die so hektisch rumspringen, dass es schwer ist, da mit jedem Schuss zu treffen. Sie haben nur eine Nahkampfattacke. Aber die ist definitiv besser als die, die wir haben.
Okay. Ich bin überhaupt nicht tense. Nö, hört doch mal auf, hier rumzufunken. Entrance to the plant. Okay, keine Ahnung, ob ich das bin. Dürfte ich nicht sein. Okay, hinter der Kurve werden welche kommen. Wir haben noch Granaten, oder? Wir haben eine Menge Granaten. Okay, das könnte uns beim Pseudo-Giant helfen. Die Snorks sind dafür zu schnell. Die springen einfach zur Seite. Okay, ich habe ihn gekillt. Das war alles andere als gut überlegt, also gut durchgeführt, aber... Ja, ich meine, er beißt sich hier ja auch ein bisschen die... Können wir da nicht irgendwas gegen machen, dass wir... Mehr Rupture Resistance, haben wir hier schon mehr? Wir könnten das abnehmen. Hätte ich mir mal doch das bessere Messer kaufen sollen, wa? Okay. Okay, meine Erinnerung scheint ja komplett falsch zu sein, also weiß ich auch nicht mehr, wie viele Snorks hier noch kommen. Ich hatte auch gedacht, dass es mehr sind, aber ich hatte auch irgendwie... Ich meine, das ist ja noch nicht so... Ach ja, Gott, was... Whatever. Nee, das... Obwohl... Okay, das sind Zombies. Damit können wir arbeiten. Okay, damit können wir nicht arbeiten. Das natürlich mit der... Okay, ich weiß, hinter diesem Hügel sind zwei Snorks. Okay, letzten 11 Schuss.
Okay. Das ist natürlich die falsche Waffe. Wie viel Schuss haben wir da drin? 10. Na gut. Besser als nichts, I guess. Kommt ein bisschen wieder vor wie am Anfang gespielt. Wo ist das Messer? Die, you fucker! God damn it! Okay. Wir haben aber einen guten Anzug. Der hält eine Menge ab. Okay, der ist jetzt aber auch hin. Okay, können wir ihn reparieren? Können wir. 85% Use. Okay, also diese komische Waffe hat uns nicht wirklich geholfen. Blöder Arsch. Okay. Less panic. More stabby. Fünf Schuss, okay. Na gut, muss reichen. Is it dead? It is dead. Okay. Durchatmen, Pucks. Durchatmen. Lampe an. Okay. Das war auch die letzte Granate, ne? Jo. Jetzt haben wir wirklich nichts mehr. Wir sind, also ich sage, wir haben effizient unsere Ressourcen ausgenutzt. So wie, du hast jetzt nichts für mich. Fucking Bullshit. Na gut. So. Blöder Arsch. So, ich glaube, Snorks haben wir hier aber immer noch. Ich meine, wir können quasi, wenn wir schnell sind, hier einbiegen und ihm sozusagen aus dem Weg gehen. Ja, fuck. Obwohl, das, die könnten helfen. Die haben vielleicht Waffen. Oh Gott.
Okay, Muni und Waffen und alles gut. Nichts gut. Come on. Acht Schuss, okay. Okay, Shotgun Shell, sehr schön. Und was zu rauchen. Ist da vielleicht auch noch Muni drin? Du hast nichts mehr, deine Waffe haben wir schon. Okay, immerhin habe ich mir angewöhnt, Alt nicht mehr standardmäßig gedrückt zu halten. Nehmen wir das mal als Fortschritt. Okay. Wie viel haben wir rausgekriegt aus dem 4 Schuss? Na gut, 4 Schuss, besser als nichts. Danke für die Zombies. Thank God for Zombies. Hier sind noch Snorks. Okay. Muni, wer so. Habe ich gerade ein Kartenspiel bekommen? Okay, jetzt kommen wir wieder auf den Hauptweg zurück, wenn wir den Pseudo-Giant umgangen wären. Whatever that is. Okay. Ist das der Ausgang schon? Okay. Könnte sein. Da sind auch Snorks hinter, oder? Okay, kiddo. Aber hier sind üblicherweise Snorks und es ist gut, dass wir schön zur Mittagszeit hier rauskommen. Weil oft habe ich es hier, dass ich hier zu einer furchtbaren Zeit... Okay, Snorks. Okay, nee, die sind hier. Ich glaube, die sind im Originalstalker hier. Spawnen hier, wenn man rauskommt. So, jetzt wollen wir mal gucken, wo ist das Ding? Das muss da irgendwo sein. Kommen wir da hin? Wahrscheinlich. Können wir hier eigentlich auf diese Weise zurück? Nur mal so für Spaß. Ja, das ist ein Level. Okay. Cool. Okay.
wir uns echt nochmal checken, wieso wir da kein Zeitlimit haben. Vielleicht liegt es an unserem Helm und ich hatte das andere Mal den anderen. Ich weiß es nicht. Okay, wie kommen wir hier? Gertrude, the mission has been turned off and you're still alive. Oh, and by the way, pop into our bunker. Ja, mach ich mal hier allein schon um die... Oh, what the fuck. Okay. Friendlies. Ja, meine Güte, bist du schwer zu finden. Für eine Flasche Bier und einen obsoleten Detektor. Na gut, okay, aber das Ding können wir... Was ist das überhaupt? Puh. Okay. Bin ich froh, dass wir das hinter uns haben. Und ich habe mit meiner... taktisch klugen, überlegten, überhaupt nicht panischen Spielweise genau die Ressourcen, die ich vorab eingeplant hatte, aufgebraucht. Das genauso, wie es sein sollte. Nicht wahr? Ist nicht so, dass ich irgendwie vor lauter Panik die ganze Muni verballert hätte an unnötigen Stellen. Alles gut. Wow. Oh Gott, ich hasse dieses. Dieses Labor. Ich meine, die anderen sind vom Prinzip schwerer. Wenn man hier weiß, wo die Leute spawnen, wo die Snorks spawnen, dass man dann erstmal oben auf der Leiter bleibt, am Anfang zum Beispiel. Und wenn man sich bei den Blattzackern nicht ganz so dämlich anstellt, die müssen ja auch durch diesen relativ, also der Gang ist immer noch breit genug, dass man vorbeischießen kann, wie man gesehen hat, aber durch diesen relativ engen Gang durch, da kann man sich halt auch vernünftig aufstellen und das geht eigentlich alles. Und ich hatte ehrlich gesagt auch irgendwie im Kopf, dass da mehr Snorks waren in der Hauptkammer. Aber gut, whatever. Deswegen, sind andere Labs, die sind deutlich schwieriger. Aber dieses Lab, das makes my skin crawl, ist, glaube ich, der Begriff. Also, oh. Und zwar nicht in einer angenehmen Weise. So, jetzt habe ich Hunger. Haben wir irgendwas? Ja, hier, lecker. Lecker Fleisch. Und da kippen wir hinter gleich mal ein Bier hinterher. Das haben wir uns auch verdient. Das ist mir scheißegal, ob mir das irgendwas bringt oder nicht. Ukrainian Bier. Come on. So, jetzt habe ich mehr Durst, weil das ein Computerspiel ist. Ich trinke Bier als Durstlöscher. Wirklich. Okay. Gut. Trinken wir jetzt eben noch ein bisschen Wasser hinterher, um das Bier runterzuspülen. Okay, unser Anzug hat uns viel geholfen. Und der muss jetzt auch mal wieder repariert werden. Sicherlich besseres Supporting Material. Wo wir schon hier sind, können wir alle mal Kram kaufen. No? Buy some Equipment. Ist das 90er? Ist das das hier? Ja. Unser Messer hat auch ein bisschen Liebe verdient. Das hat eine Menge Arbeit machen müssen. Ich glaube, ich werde mal mein Messer upgraden. Ich werde mir bei Zeiten mal ein besseres Messer kaufen. Ich meine, ich werde es wahrscheinlich, also hoffentlich, nie wieder benutzen müssen. Und ich war ja auch nicht wirklich besonders effizient darin, aber immerhin, es hat uns das Leben gerettet. Unser gutes Messer.
Und ich glaube, ein besseres Messer macht... Ich meine, wir haben nicht mehr Reichweite dafür. Obwohl, wir können auch eine Axt kaufen, aber das ist... Nee, also mit einer Axt laufe ich hier nicht durch die Gegend. Also ich bin, ja kein Berserker-Baba oder sonst was. Aber ein besseres Messer ist vielleicht die Investition wert. So, was habe ich hier für Research Documents, Details? Documents for Federal Statistics. One of the site discoveries of bio-research, specifically the discovery that living creatures are able to generate directed psi emissions. Biological field emitter, essentially a giant brain, haben wir gesehen. Nicht nur, ja, also auch literally. Was grown as part of the research conducted in Lab X16. Das klingt alles sehr gut und sehr richtig. Gut, dass wir das gemacht haben. Gut, dass sie das gemacht haben und dass wir, das ist alles sehr gut. Ich wollte gucken, was wir hier an Reparaturmaterial haben. Passend wäre, wenn wir die Snork Mask dafür verwenden können. Ich glaube, die können wir für irgendeine Reparatur verwenden. Und einfach nur aus Prinzip. Oh, das hat zeitlich ja gut gepasst. Okay, so, dann würde ich sagen, gucken wir mal, ob wir... Oh, der ist ja drunter, okay. Nee, Snorkmask können wir... Für irgendwas können wir die Snorkmask benutzen, bin ich mir ziemlich sicher. Aber für eine Waffenreinigung? Oder für eins der anderen? Mal gucken. Deinen Job erfüllt. In diesem Fall wackelt nicht der Raum, in diesem Fall wackelt der Stalker, der ist nämlich immer noch ein bisschen durch den Wind. Okay. Found some old documents, are you interested? Very interesting stuff indeed. Such documents are not our specialty, but the contents can such later. Many of our studies. In addition, I have no doubts that our sponsors will be extremely interested in having them, which will have a very positive impact on our funding and returns. Do you want to conclude a special deal with us on this occasion? The documents like this, you can receive a monetary reward from us. Könnte mir vorstellen, dass wir von anderen Leuten andere Sachen gekriegt hätten. Vielleicht auch mehr Geld und mehr Kram. Aber immerhin haben wir einen Psy-Block gekriegt. Den können wir sicherlich brauchen. Carbon Steel Plates brauchen wir, glaube ich, nicht. Wir brauchen die mit Kevlar, mit Titanium. Behalten wir mal. So. Всего наилучшего. Ja, ja.
schon zwei. So. Jetzt haben wir dann aber auch welche hier. Snorkelack auch. Controller Skype könnte ich mir am ehesten vorstellen, dass wir den hier loswerden. Gleiches für die Skin, okay. So, du magst mich jetzt, willst aber immer noch nicht mit mir reden, weil dein Equipment. Also verkaufen das Ding und das Ding und das Ding. Platzhacker Miet. Ich noch niemand haben wollen sehen, aber ist denkbar. So, wollen wir noch irgendwas? Okay, dann sind wir ja eigentlich so weit, dass wir... Das kann hier bleiben, das brauchen wir nicht. Das können wir mitnehmen, können wir verkaufen. Okay, wir wollen das Ding vom Prinzip irgendwann mal reparieren, aber das kann erstmal hier bleiben. Wir werden ja wahrscheinlich mehrere Läufe brauchen, um den Stash rüberzukriegen, so wie es aussieht. Hast du irgendeinen Job für uns? Da ich hier die ganzen Teile sehe, rumliegen. Come on, come on, come on. Any work? What? Ich habe zwei Aufträge von dir aktiv. Was soll das? Ist mir das bekannt? Oh ja. Oh ja. Okay, dann würde ich sagen, checke mal kurz die Videolänge, hol mir einen neuen Kaffee und dann gucken wir mal, ob wir das noch machen. Okay, also ich habe mir überlegt, wir machen das wie folgt. Die Aufträge sind ja alle, die wir haben, sowohl das Case für Skinflint, das ist ein Cordon, dann haben wir hier auch noch, da haben wir das, das ist die Classified Information für Sakharov, da müssen wir auch in den Korden, da haben wir auch noch die Stashes, die wir checken wollen. Ich würde sagen, das machen wir alles zusammen in einem separaten Video, dann können wir uns auch noch die anderen Stashes hier angucken. Oh, da ist was reingespawnt, interessant. Das werden wir wahrscheinlich nie drin finden, aber egal. Was Neues. zumindest überschreibt es den Inhalt nicht wie in einer frühen Version des Originalspiels. Egal, dann machen wir das und dann fangen wir auch an, Sachen rüber zu transferieren von unserem hiesigen, von diesem Stash in nach Army Warehouse Stash Hopping und dann ja, würde ich sagen, war das. Und dann überlegen wir uns, das werde ich wahrscheinlich irgendwann mal zwischen Videos machen, wie wir mit dem mit der Snowflake verfahren oder wo wir haben einen Container. Moment, das checken wir noch zum Abschluss. Wir haben den Goldfisch. Ne, das war der Goldfisch. Guide. Soda Giants. It's very high. Okay, Artifacts. Goldfisch. Das Ding wollen wir auf jeden Fall haben. Das zieht uns zwar. Oh Gott, da dürfen wir uns aber nicht so oft prügeln. Nee. Aber da kriegen wir eine Menge mehr tragen. Das nehmen wir. Und was war das andere? Nicht Battery, Nightstar? Nein. Irgendwann lerne ich das noch. Snowflake. Ah ja, und die Battery wollten wir... Okay, die nehme ich mal gleich an mich, dass ich das nicht vergesse. Die wollten wir ja zu Fnatic bringen. Gucken, ob er die noch haben will. So, nochmal. Also, Snowflake. Wir
Wir benutzen bisher dafür das Ding, ne? 43. Oh, das hat aber nur Vorteile. Also gut, das ist schlecht, dass das runtergeht, aber Psychic Resistance Plus. Also Shell gefällt mir besser als Snowflake. Da verlieren wir Psychic Resistance. Das ist zwar mehr, aber ich muss echt sagen, dass mir das Ding mehr gefällt. Das Ding. Und das andere ist sogar ein höherer Tier. Okay, na gut. Das hat sich auch als hilfreich erwiesen. Also Psychic Resistance nicht beim Controller. Aber ich glaube, der killt uns eh mit zwei Hits. Das ist, glaube ich, egal. Obwohl, vielleicht hätten wir den zweiten überlebt sonst. Also ja, gut. Das war's für heute. Wir haben, Gott sei Dank, die Miracle Machine und Lab X16 hinter uns gebracht. Ich bedanke mich fürs Zusehen und beim nächsten Mal machen wir dann die Aufträge da in Corden und Garbage und bringen unsere Stashes oder den Stash nach Army Warehouse. Und von da geht's dann weiter. Im nächsten Schritt müssen wir uns dann überlegen, was wir machen. Ich meine, wir haben ja auch eine Story-Mission. Das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Okay, also, bis dahin. Tschüss.